Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von olase-linusgaming.de. Ich bin Meltrian und zeige euch heute YouTubers Live, glaube ich. Ja, ich denke, es ist soweit. Ist eine lustige Geschichte, also man muss wirklich im Leben aufpassen, was man tut und was man sagt oder was man schreibt. Denn es kam so, dass ich im ISC bei Olase rumgegammelt bin und da kam auf einmal die Meldung, kam ein Link, hier, YouTube is live, gibt's jetzt auch für Linux. Und der Channel lolte so vor sich hin, YouTube is live. Und irgendwann kam man dann so, wie es halt immer so ist, auf die Idee, ja, hier, was ist denn jetzt mit Kurz angespielt und so. Und ich lolte in den Channel und sagte, klar, wenn ich's für Umme krieg, mach ich's. Ja, wir haben's für Umme bekommen. Das ist die Sponsored Version von YouTube is Live, die wir bekommen haben, den Press-Release quasi, um uns das Spiel mal anzugucken, um auch den Artikel zu vervollständigen und euch einen ersten Eindruck zu verschaffen. Ich wollte euch nur kurz ein bisschen vorbereiten, was ihr jetzt eigentlich so ein bisschen erwarten könnt, denn ich persönlich, ja, bin so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, als plötzlich die Mail kam. Übrigens, ich habe da einen Key für dich. YouTube is Live. Was ist das? YouTube is Live ist eine Simulation, in der es darum geht, zu simulieren, wie man von der absoluten Null- bzw. Lachnummer ein bekannter YouTube-Star wird. Auf verschiedene Arten und Weisen. Also quasi mein Leben in geil. In, nein, weiß ich nicht. Ja, ob das Ganze jetzt irgendwie realitätsfern ist oder dann doch ein bisschen an die Realität angelernt ist, wird sich zeigen. Interessant ist auf jeden Fall schon mal am Anfang, hier so in diesem wunderbaren Hauptmenü, YouTubers Live. Ihr werdet sehen, im restlichen Verlauf des Spiels ist man ein YouTuber, also das Y und O dürft ihr euch wegdenken und man ist nur noch ein U-Tuber. So wie auch alles andere irgendwie so auf ähnlichen Namen getrimmt ist. Aber ich schweife ab. Wir gucken uns das erstmal an. Ich werde euch später nochmal zeigen, wie weit ich so gekommen bin mittlerweile. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal von vorne an. Im Schnelldurchgang. Und dafür gibt es erstmal ein Intro. Währenddessen trinke ich Kaffee. Ach, muss ich das vorlesen? Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der beliebteste U-Tuber. Da ist es nämlich. Hast du schon gesehen? Das U. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Punkt, Punkt, Punkt. Es war ein schwieriger Weg bis dahin. Sehr schön, rechts im Bild Akari gelesen. Das ist meine Geschichte. Ja. Ja, das ist meine Geschichte. Das nenne ich mal ein Intro, oder? So, kreieren wir uns mal, erfinden wir uns neu. Ich bin weiterhin männlich. Und eher so hellhäutig. Mal das Klärchen. Jetzt nicht auf weiterklicken, das habe ich nicht mehr am Anfang gemacht. Dann haben wir irgendwie eine coole Frisur. Nee, ich bin ein Glatzkorb. Oder ich bin Son Goku. Ich glaube, ich bin Son Goku mit pinken Haaren. Genau, bad shit crazy. Dann, was habe ich für Augen? Es gibt nur so Japano-Style-Gedönse. Also so dieses, also damit würde ich sagen, so dieses Manga-artige, sag ich mal, mit diesem Blink-Blink im Augenwinkel. Ja, nee, komm. Ist doch gut, so grün. Wir versuchen mal einigermaßen human auszusehen. Ich habe gesagt human, nicht sexy. Und ein Bart gibt's auch. So ein. Passend zu den Haaren. Selbstverständlich. Mützchen? New York? Ist eigentlich total schwachsinnig, aber so ein bisschen schade. Weil, da sucht man sich eine coole Frisur aus und dann zieht man sich eine Mütze auf. Also muss man nicht, aber ich mach das jetzt einfach mal. Und dann tun wir uns noch Klamotten dazu packen. Und zwar bin ich voll der Sporty Man. Das sieht man ja. Los Angeles, New York, das passt super, das lassen wir genau so. Und dann, ich glaube, da wirst du erschossen auf offener Straße in Amiland. Shorts. Ja. Shorts. Shorts, Shorts, Shorts. Nee, Shorts. Grüne Shorts passen zu den grünen Schuhen, die wir auch so lassen würden. Nein. Die sind cool. Oh mein Gott, die sind boostig. Ja, ah. Wie übel.
Ja, genau, das machen wir. Shorts und so Kletterschuhe, so. Super geil. Und natürlich auch irgendwas Penetrantes auf die Augen. Das da. Oh ja. Sexy AHF. Okay, den nehmen wir. So sehen wir aus. Das ist unser YouTuber. Und dann kreieren wir einen Charakter. Also, was ist denn der Typ so? Du bist Meister der Videos und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnent zählt. Habgierig, deine Fixierung auf Geld ist nichts Neues. Du bist ein Wirtschaftsexperte und weißt, wie man mit Videos Geld macht. Okay. Gesellig. Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen. Bla 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 bla. Genie. Dich kümmert es nicht, was andere denken. Zu lernen macht mehr Spaß. Partytier. Gibt es Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Aha. Oder Romantic. Also ich würde ja sagen Superstar. Einfach aus Gründen. Gib ihm. Und jetzt kommt der eigentliche Kniffpunkt, also das, was interessant ist, denn man kann sich auch nicht nur für diese typische Let's Player-Geschichte begeistern, was ich jetzt so, ich sag, für mich ist das ja mehr oder minder, ne, gibt's nur die eine Richtung, aber man kann auch Musik machen oder kochen. Und ich würde mir jetzt ganz gerne mal Musik anschauen, denn das ist mein anderer Account, da gucken wir, wie gesagt, später nochmal rein, aber hier jetzt gibt's erstmal Musik. So. Ein Superstar in Sachen Musik. Ich denke, das passt auch ganz gut. Mein Name ist Technofritte. Oder ist das mein richtiger Name? Das weiß ich eben nicht. Nein, wir bleiben bei Technofritte. Und der Name meines Kanals ist Frittierte Beats. So. Passt doch. Technofritte und Frittierte Beats. Und dann lädt es auch schon. Oh, dieser Toneffekt ist immer beim Laden. Der ist furchtbar. Das ist das Lauteste im Spiel. Ja, jetzt müssen wir uns leider so ein bisschen das Tutorial boxen, aber kein Problem, weil das Tutorial zieht sich durchs ganze Spiel. Von daher, ob wir das jetzt machen oder bei mir laden, ist Wumpe. Der taucht immer mal wieder auf und erzählt einem. Das sind ja quasi wir, nur in Erwachsenen. Also versteht ihr, weil das sind wir so zu unseren ersten Tagen so und das sind wir so erfolgreich, voll episch und so. Ach, damals und heute. In diesem Raum begann ich mit meinem ersten Videoaufnahmen. Mhm. Ich war gerade mit meiner Mutter hierher gezogen, hatte nicht viele Freunde in der Nähe. Oh, schauen wir uns die ersten Dinge mal genauer an. Wirf einen Blick durch dieses Zimmer, bevor du lernst, die Nummer 1 in YouTubers Live zu werden. Ich glaube, irgendwie kann man auch das Tutorial abbrechen. Meine ich gelesen zu haben. Du kannst deine Maustastatur, rotiere das Zimmer. Genau, hier mittlere Maustaste drücken. Also hier sieht man auch so ein bisschen die Wohnung drumherum. Ne? Nicht, dass man davon irgendwas bräuchte. Die Mutti ist am Putzen, wie ich das gehört. Ja, nee, also nur das Zimmer ist für einen selbst relevant. Zoomen mit dem Mausrad, ist auch relativ schnell erledigt. Und bewegen den Charakter mit einem Mausklick. Sehr gut. Dein erstes Video. Früher habe ich einfach mit den Liedern aus meinem Regal Videos erstellt. Leck mich fett. Geh zum Regal. Das machen wir jetzt einfach mal. Musiksammlung öffnen. Aha. Wähle ein Lied und eine Videoart, ein Musikgenre und das Instrument, das du spielen willst. Aha. Also wir können Creative Commons, ist ja nett. Was? Ja. Klicke bei Art. Das Video ist auf das Fragezeichen. Ja, mach ich doch. Ist doch gut. Das ist natürlich ein Cover, weil wir haben ja noch keine Eigenproduktion, ne? Eigenes Lied kommt, Musikvideo und Duett kommt später noch. Aber wir machen das mal ein Cover. Das Musikgenre ist selbstverständlich was war denn das? Ja, nee, Elektro. Passt schon. Und das Instrument ist, das Karaoke-Mikrofon. So fängt man also. Interessant. So fangen also die ganzen Pappnasen bei Germany's Next an. Nee, wie heißt der Quatsch? Deutschland sucht. Oder Popstars oder, ach, ist ja auch egal. Also, okay, Karaoke-Mikrofon. Video starten. Diese Phase musst du die Webcam und das Mikrofon konfigurieren. Ja, ja, ja. Also hier mein Arbeitsplatz, habe ich nur einen. Mein PC. Videoauflösung ist niedrig. Mehr habe ich am Anfang nicht. Ich habe keinen Filter fürs Mikrofon. Und eine Mono-Ausgabe. Und Greenscreen, nur für Musikvideos, ja, das gibt's noch nicht scheinbar. Aber jetzt sagen wir erstmal fortsetzen. Und man kann das einfach so lassen, wie es ist, aber man kann auch sagen, ich singe fürchterlich für euch. Folge 001. Geil. So, wie reagiere ich darauf, dass das Instrument schief klingt? Oh Gott, auf dem Ohr habe ich gerade irgendwie Volumenlevel 5 Millionen. Das klingt total bescheuert. Das, nee, wie gesagt, also das Singen kannte ich noch nicht. Das ist gerade ziemlich neu für mich. So, ich fange erstmal an. Also, das Instrument klingt schief. Ich kommentiere was mit einem... Da war jetzt Zeit um. Ist ganz toll, dass im Tutorial die Zeit läuft. Naja.
Du rufst während des Lieds Yeah. Das mache ich, das passt irgendwie gar nicht. Das ist ein unlustiger Kommentar. So. Okay, das war's auch schon. Geil. Oh Mann. Und jetzt kann man hier irgendwie... Ja, das erste ist irgendwie schiefgegangen. Das ist dann einfach Fail, weil ich innerhalb von 20 Sekunden nicht reagiert habe. Ich finde das auch ein bisschen bescheuert. Okay, kann das mal irgendwie... Weil da steht das Zeug, was ich gebraucht hätte für dieses Video. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hab's verkackt. Also natürlich habe ich's verkackt, aber... Ja. So, Render-Option. Also hier erstmal das, was wir aufgenommen haben. In Reihe gesetzt und jetzt noch ein paar Render-Optionen. Hier, also 2 von 1 haben wir durch das Grüne hier. 2 von 1 haben wir durch den Effekt, den ich hier super eingespielt habe quasi. Oder auf die Art und Weise, wie ich reagiert habe. Weicher Fokus packen wir noch rein als Nachbearbeitung, als Effekt. Und Sound ist auch 3 von 1 und Videoschnitt ist 8 von 3. Also ist das erstmal alles gut. Sagen wir mal rendern. So, ich singe fürchterlich für euch 01. Hat... 43er Wertung fürs Instrument und 68er Wertung fürs Lied. Mit einem Gesamtinteresse von 76 ist das Ergebnis 5, was ein neuer Rekord ist. Also wenn ich damit nicht gleich auf Platz 1 der Charts komme, weiß ich halt auch nicht. Und wir sagen jetzt einfach mal hochladen. Bam. So, ich bin immer über die Zeit, die man für das Hochladen eines Videos braucht, verärgert. Aber ich sage dir, die Aufrufe, die Abonnentenzahl und das einfließende Geld zu beobachten ist großartig. Außerdem gibt es immer Kommentare, die mir helfen, ob meine Videos wirklich gut sind. Das akzeptiere ich einfach mal an der Stelle. Ich musste jeden Monat einen Test schreiben, also musste ich lernen. Wenn ich diesen bestanden hatte, erhielt ich eine Belohnung. Aber wenn ich durchgefallen war, hatte mich meine Mutter bestraft. Mit Schlägen ins Gesicht. Mit der Faust. So. Um in die Schule zu gehen, musste ich auf die Tür klicken und hinausgehen. So oder so ähnlich. So, das mache ich. Das will er jetzt. Ich kann jetzt nichts anderes machen und ich muss jetzt lernen gehen. Hallo, welcher als berühmter Musiker braucht man keine Schulbildung? Was soll denn das? Man kann doch auch einfach dumm sein. Ich verstehe das nicht. So, da sind wir wieder. Ich kann immer überprüfen, ob ich für den Test bereit bin, indem ich auf den Kalender in meinem Handy schaue. Ja. Nein, das darf ich jetzt schon nicht mehr machen. Ich muss mein Zuhause nicht zum Einkaufen verlassen. Online-Bestellungen sind einfach eine Art. Sind eine einfache Art, schneller Dinge zu bekommen. Haha. Haha. Akzeptieren. Verwende den PC zum Einkaufen. Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal in mein Handy schauen, aber ihr merkt schon, das Tutorial ist da abgeschlossen in die Richtung. Oh, das sind neue Seiten, die kenne ich gar nicht. Zwar nur 3 Läden verfügbar. Da später kommen dann mehr, also wie das wird mit Leveln freigeschaltet. Man hat hier so ein Level-System, da. Und dann levelt man dann hoch. So, Radiofy. Hör dir deine Lieblingswiedergabelisten an und decke das... Also Radiofy, ne? Ist klar, Spotify. Erweitere deine Lizenz, um mehr Aufrufe zu ermöglichen. Copyright-Lizenz für Lead Basic. Aufrufe 10.000. Aha. Da hätte ich gern... weiß ich nicht. Nonstop Pop. Geil. Rock? Ich weiß nicht, was ich hier tue, ehrlich gesagt. Radio Zero? Und... Smuk. So, jetzt drücke ich jetzt auf Play. Ah. Ach so, okay, das kaufe ich jetzt. Good Romance. Kann ich das nächste Lied machen? She knows I love it. Ich nehme das. Kind of Ecstasy. Kaufen. Geil. Ich habe Radio gekauft. Ja, supi. Habe ich jetzt alles getan, was ich machen muss? Ich war bereits... Yeah. Ja, okay. Ich habe mich gefreut, hab das gesehen. Also Grundelementen bin ich jetzt vertraut. Anfang würde es schwer werden. Bla bla bla, ich würde es schaffen. Genau. Ich kaufe ein Lied. Jetzt, ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr Ziele erreicht, klickt das an. Dann kriegt ihr die XP. Ohne anklicken, keine XP. Bisschen blöd, ist aber halt so. Dann geht's auch erst weg und man kriegt neue Ziele. Ist auch so ein Punkt. So, öffnen. Da hier mein nächstes selbst gekauftes Lied. Hier da unten steht, ich soll in die Schule gehen, also gehe ich in die Schule. Da ist ein Ziel. Also nicht, dass ich jetzt machen müsste, aber ich krieg dafür Erfahrung und mit Erfahrung kriege ich mehr Fähigkeiten und so weiter und so fort. Also es ist so ein... Ja, eigentlich ist es kein Looten- und Level-Spiel, aber es ist ein Level-Spiel. Looten fehlt. Außer kleine Kinder auf YouTube ausnehmen, wird als Looten qualifiziert. Yeah. Dann, yay, ich freue mich. Dann ist alles gut, dann machen wir alles richtig. So, so, dann nehmen wir nochmal was auf. Ich
Ich möchte die Musiksammlung öffnen. Ich möchte Kind of Ecstasy. Ich mache wieder natürlich ein Cover. Ein Dance-Cover. Und natürlich benutze ich dafür mein allseits bekanntes Karaoke-Mikrofon. So, hier lässt sich nichts Neues auswählen. Das passt alles soweit. Fortsetzen. Ich bin zu blöd zum Tippen. Schlechter Gesang. Numero uno. Uno. Sehr schön. SGNM. NU. Was auch immer. So, erstmal wieder hier. Dick ins Aufnahme. Ihr müsst. Es sieht so bescheuert aus. Wir gucken uns gleich nochmal das andere an, aber es sieht so bescheuert aus. So. Du hast die nächsten Akkorde vergessen. Ja, das übersinge ich einfach. Ganz easy peasy. Und du hast vergessen, das Instrument richtig zu stimmen. Ja, das übergehe ich auch mit einem... Achso, ich habe nicht genug Punkte. Ich kann nur eine Sache setzen. Super. Ab ein PC, ab zur Nachbearbeitung. Geil. Fertig. Hier kommen Titel noch dabei. Das noch dabei. 1 von 1, 3 von 1, 0 von 3 in Videoschnitt-Ton. Naja. Aber hier immerhin wiederum ein Ergebnis von 5. Und ich habe ein neues Level in Scripting und Interaktion und im Sound sogar 2. Und in der Stimme, ganz wichtig, das gab's bei dem anderen gar nicht, 3 Level dazu. Ich habe Level 2 erreicht. Geil. Ausdauerpunkte, Skills, Videos, Objekte im Laden, das kriegt man alles, wenn man Level aufsteckt. So far, so well. Da hüpfe ich, weil Hüpfen rockt. Wir gucken uns das mal an. Also hier, es wurde freigeschaltet. Aha. Ich soll das Wort unter meinen Freunden verbreiten. Mich bescheuert? So schlecht wie ich singe, rufe ich dann nämlich meine Freunde an und sage, hier, pass mal auf. Karten freigeschaltet, Glühlampen erhöht, das sind diese Punkte, die man gleich vergeben kann. Und PC-World, neue Widgets für den PC und so weiter und so fort. Alles klar. Apropos Punkte. Das, was ihr eben gesehen habt, dass ich nicht weitermachen konnte, das lag daran, was willst du? Was willst du? Ich war zweimal lernen schon. Ey. Das ist die schlimmste Person im ganzen Spiel, ohne Scheiß. Die geht euch so auf den Sack und wenn ihr fünfmal am Tag lernen seid, die kommt immer wieder rein und scheißt euch in den Hals. Also, verzeiht die Ausdrucksweise, aber die ist echt total schlimm. Was ist das denn hier? Behalte die Kommentare im Auge, um zu sehen, wie gut manche Instrumente zu bestimmten Musikgenres passen. Aha, will ich nicht. So. Jetzt verdiene ich hiermit schon Geld, wie ihr seht. Könnte ich noch zusätzlich Werbung machen, damit das Geld, das Video quasi mehr Aufrufe generiert. Aber ich habe keine Lust. Ich soll ein Lied kaufen, sagt das Spiel. Erstmal schlafen. Und dann noch essen. Kostet ja nichts. Und dann kaufen wir ein neues Spiel. Einkaufen. Spiel. Mist. Kaufen wir ein neues Lied. Ich trinke mal Kaffee zwischendurch, weil Kaffee doch so lecker ist. Große Tasse, nur noch lauwarm, bestes. So, 10 Punkte ist quasi unser Maximum im Moment. Und wenn wir, je müder und je hungriger wir sind, desto weniger Punkte hat man, desto weniger Qualität kann man in die Video stecken. So, Radiofy, Nonstop Pop, keine Ahnung, She Knows, I Love It, kaufen wir, wird direkt gekauft. Also hier oben hat man noch so eine Tendenz, wie populär das gerade ist oder auch nicht. Wenn es unpopulär ist, will es keiner hören, wenn es populär ist, klar. Ihr kennt das ja, ihr müsst ja nur auf YouTube gehen und da irgendwelche Songs suchen. So, aktuelle, dann findet ihr auch irgendwelche Coverversionen von irgendwelchen komischen Männchen. Ach nee, ich muss ja noch warten, bis das jetzt auftaucht. Beenden. Komm. Mal Kamera drehen. Später wird der Raum übrigens immer größer und das Kameradrehen immer ätzender. So, am Anfang ist es echt noch übersichtlich einigermaßen. Aber später wird das ein bisschen ätzend. Naja. Das nur als Vorwarnung. Musiksammlung öffnen. She Knows, I Love It. Mit 85er Wertung im Moment. Das heißt, da machen wir quasi gut Quote mit. Das ist ein Cover. Metal-Cover natürlich. Und Karaoke-Mikrofon. Leider, ich sage leider, klingt es immer gleich. Also ich habe jetzt Metal-Cover ausgewählt. Ich könnte wetten, er wird jetzt nicht... Wortkotze 0815. Er wird jetzt nicht irgendwie großartig da jetzt irgendwie rumbrüllen oder so, sondern er macht genau die gleichen Quatsch wie eben. Ja. Ist eigentlich schade. Da hätte man noch ein bisschen Varianz reinbringen können. Eine winkende Begrüßung zum Anfang. Das kostet, oder hat einen Punkt gekostet, war aber sehr passend an der Stelle. Ich gehe bei diesem Lied voll ab. Da weiß ich nicht, wie ich reagieren soll. Wahrscheinlich mit einem lustigen Kommentar. Genau.
Was ist? Jetzt ist die Mutter reingekommen. Seht ihr das? Die Mutter steht da. Die Mutter steht voll im Bild. Ey, Mütter sind so furchtbar. Die machen mir die ganze Karriere kaputt. Ein professioneller Kommentar an der Stelle ist angebracht. Da gibt es auch ein bisschen Videobearbeitung für. Hoffentlich passt der. Ja, der passt. Wird sogar noch gedoppelt. So. Ah, das ist gar nicht die Mutter. Das ist irgendeine Ische. Was ist das für eine komische Kuh? Ich mache jetzt erstmal mein Video. Bleib mal bitte da stehen, ja? Ich habe hier Dinge zu erledigen. Das ist wichtiger als du. Gut. 6 von 1, 4 von 1, 2 von 1 und 1 von 1. Könnte man jetzt noch ein bisschen Renderpunkte reindonnern? Pff, muss man an der Stelle jetzt nicht. Wir packen mal einen weichen Fokus mit rein. Einfach mal so. So. Neuer Rekord, 19. Wahnsinn. Wir steigen diverse Level auf. Kann man auch mit klicken, ein bisschen beschleunigen. Dauert das nicht ganz so lange. Wir laden das die Wortkotze nur auf 15 natürlich hoch. So. Hi Technofritte, ich wollte ein Video für ein Lied hochladen, aber ich kann kein Instrument richtig spielen. Kannst du das für mich überleben? Ja, natürlich. Ich kann immer in das Karaoke-Mikrofon spielen. Hallo, bin der Pro. Age of Spades. Age of Spades ist unterwegs. Mhm, Age. Hier haben wir wieder ein paar Sachen erledigt. Belohnung 57 XP. Kauf ein Lied. Sehr gut. Meist gesehen haben wir auch. Auch sehr gut. Zurück in die Schule. Komm, gehen wir lernen. Da ist das Lied, das wir covern sollen. Wir sind aber nun mal jetzt erstmal in der Schule. Und danach gehen wir schlafen. Während diese Uhr kommt, kann man nicht klicken, merke ich gerade. Ist ja blöd. So. Neue Karten haben wir bekommen. Coole Begrüßung. Können wir mal in unser Deck, in unser Yu-Gi-Oh! Kartendeck, können wir die mal mit aufnehmen. Das ist eine Kartensammlung. Bla, 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 bla. Ich kann das besser erklären als er. So, hier seht ihr quasi alle Karten, die es gibt im gesamten Spiel. Die meisten davon sind am Anfang noch verschlossen. Man kann jetzt einfach mal hier mit verfügbaren Karten filtern. Fürs Intro kann man zwei im Moment freischalten, aber auch wieder deaktivieren. Das ist euch überlassen. Ihr braucht mindestens eine. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Karte habt, die ihr überhaupt nicht da sehen wollt. Es gibt auch Karten mit einem negativen Buff sozusagen. Dann könnt ihr die da rausnehmen. So, mehr wollte ich gar nicht. Jetzt gehst du erstmal pennen, Junge. Yeah! Ja, Aufgabe abgeschlossen, weil du der King bist. Jetzt geh schlafen. Schlafen. Herrgott. Und dann machen wir das Cover. Wenn du wieder fit bist. Musiksammlung öffnen. Age of Spades. Was ist das eigentlich für ein Button? Klick mal drauf. Ah. Nein, möchte ich nicht. Cover mit Reggae. Natürlich, Reggae. Und mit dem Karaoke-Mikrofon. Mit meinem guten, altbewährten Karaoke-Mikrofon, yeah! Was ich von meiner Omi zum 6. Geburtstag geschenkt bekommen habe. So, Videoauflösung, da können wir immer noch nichts einstellen. Kann ich gleich nochmal zeigen. Lustigen Titel hier einfügen. Oh, das ist eigentlich ein super Song. Lustiger Titel hier einfügen. So, perfekt. Weiter geht's. Also wie gesagt, das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt das einfach wegklicken an der Stelle, aber... So, wie geht's ab? Also, erstmal eine coole Begrüßung. Das Lied beginnt, coole Begrüßung, alles richtig gemacht. Du versuchst zu vertuschen, dass du falsch singst. Das machen wir natürlich, natürlich, mit einem unlustigen Kommentar. Perfekt, und es war auch, hat getroffen. Du hast die nächsten Akkorde vergessen, das ist sehr, sehr peinlich, aber das tun wir mit einem singenden Kommentar über Tünchen. Das war so mittelmäßig. Und das war's auch schon, wow, puh. War das anstrengend? Erstmal ein PC und alles zusammenklamüsern, sonst würde das nix. So, also zack, bumm, pow. Hier diese Übergänge, wie man das irgendwie aufeinander abstimmen kann. Später hat man so viel, dass man danach gucken kann. Am Anfang geht halt noch nicht. Ich glaube, das kann man nicht beeinflussen. Bin ich mir nicht sicher. Dürft mich gerne korrigieren, falls dem doch so ist. Geil, schon fast $3 eingenommen. Ich bin ein Tier. So, ich glaube, rendern, das reicht so, ist okay. Wir verzichten mal auf Effekte. Oh, neuer Rekord mit 21. Geil. Läuft richtig gut bei uns. Danke. Lead covern. Bisschen XP abgreifen. Sehr gut, du hast einen Talentpunkt erhalten. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt. Und so weiter und so fort. So. Erst erfreut er sich. Talentpunkte. Hier, so ein Skilltree kann man noch ausbauen. Das wäre das nächste, worauf ich jetzt eingegangen wäre. Was ist das? Eigenes Lied. Schreibe ein Lied und spiele es auf einem passenden Instrument, um deine Musikkenntnisse zur Schau zu stellen. Klar. Machen wir. Schalten wir frei. So, gibt's denn jetzt hier im Basic nochmal neue Talentpunkte? In der Basic-Ausstattung noch irgendwas? Einkaufen. Genau. Ah, einkaufen.
Ich sollte warten, bis das Video... Ach, genau, das ist so ein Negativpunkt. Also während das Video rendert und auch während es hochlädt, also beim Rendern könnte ich das ja fast schon noch verstehen, weil ich weiß, dass Rendern eine hochbösartige Angelegenheit sein kann. Aber beim Hochladen, das ist so ein Hintergrundding, da kann man ruhig mal nebenher einkaufen gehen online. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Genauso wie man kann auch nicht chatten nebenbei. Also das ist immer lustig, wenn man gerade hier am Rendern ist und dann kommt, willst du mit dem chatten? Ja, nein, das wird immer hier unten eingeblendet. Und wenn man sagt ja, dann kriegt man gesagt, nee, geht gerade nicht, dein PC ist beschäftigt. Ist dann ein bisschen doof. Naja. Später könnt ihr übrigens die Schritte zur Videoerstellung, die werden dann so ein bisschen automatisiert. Das ist immer so, oh, was willst du denn? Okay, das... Ja, gern geschehen. Keine Ahnung. Bezahlt werde ich übrigens in Naturalien. Wusstest du übrigens, dass die Bar gegenüber die Neverback Bar gerade nach unbekannten Künstlern sucht? Nein. So, ist mir egal. Jetzt konnte ich mir die Kommentare hier oben nicht ansehen, du blöde Kuh. Mann. So, einkaufen. Mutter, geh putzen, lass mich in Ruhe. Also, PC World and Tech. Da wollte ich nicht mal gucken. Ihr habt so gewisse Skillpunkte, die euer PC quasi hat. Also ihr selbst habt Skillpunkte, das sind die hier. Und die technische Ausstattung, die ihr habt, die hat auch nochmal so Skillpunkte. Da kann man sich quasi mit neuem Equipment da neue Skillpunkte kaufen. Ne? Zum Beispiel hier Mikrofon, könnte ich jetzt sagen, wenn ich jetzt ein neues Mikrofon kaufe, dann habe ich zusätzlich noch Stereoaufnahme als Option. Oder wenn ich hier eine neue Kamera kaufe, dann kann ich die Auflösung überhaupt mal hochstellen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Das da und das da. Nur, dass ich das mal zeigen kann. Ne? Ne? Hat er ne gesagt. So. Anlässlich deiner ersten 100 Abonnenten möchten wir dich auf YouTube willkommen heißen. Die lese ich natürlich weiter. $15. Hier, YouTube gibt einem, wenn man 100 Abonnenten hat, $15. Wenn das so wäre, dann hätte ich ja jetzt schon $45 verdient. Wahnsinn. So. Also irgendwie im Real Life, wenn es im Real Life wäre. Die ganzen Pakete muss man manuell öffnen. Dafür bauen sie sich wenigstens selbstständig auf. Und dann... Was willst du? Was willst du? Was willst du? Alte, geh weg. Geh einfach raus. Geh raus, bevor ich dir mit der Faust ins Gesicht... Schlimm, die Frau. Hat die keine eigenen Probleme? Irgendwie, ich meine, die läuft den ganzen Tag nur hier rum und putzt irgendwelche Schränke. Wo ist sie denn jetzt hin? Ist sie gestorben? Schön wär's. Gut, erstmal, nee, wir gehen in die Schule. Das ist, ne. Aus Trotz vor Muttern gehen wir in die Schule, um ihr zu zeigen, was wir drauf haben. Die ist so frech. Das macht echt keinen Spaß mit. Da ist sie wieder, da ist sie und putzt. Ein Follower bittet dich um deine Notizen zu einem Fach, das du vor langer Zeit belegt hattest. Er bittet dir 50 Yay! Tacken dafür. Bitte sehr. Danke. Ich hätte jetzt einfach ihm das schenken können, aber dann hätte das irgendwie anderen positiven Input gehabt, aber da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. So, ein Lied covern wir noch. Einmal, oh Gott. Hier, She Knows I Love It. Das hat gerade eine 100er Wertung, das nehmen wir. Ist das irgendwie... Das heißt, ich darf das nur ein bestimmtes Mal covern. Das ist ja bescheuert. So, und das diesmal machen wir ein Jazz-Cover. Nee, ein klassisches Cover. Nein, Dance. Wir machen Dance. Und Karaoke-Mikrofon. Step ans Mic. So, und jetzt kann man nämlich hier sagen, Auflösung, niedrige Auflösung. Dann kriegt man gar nichts, sehe ich gerade. Das ist beim Game ist das interessanter. Da kriegt man dann nämlich was. Also ihr seht... man würde dann jetzt hier so einen Pluspunkt kriegen. Angenommen, das so verbrauchen wir nur einen Renderpunkt. Das lassen wir mal schön bleiben. So, Filter auswählen, kein Filter. Bringt uns auch rein gar nichts. Verbraucht aber auch keine Punkte, von daher ist okay. Und eine Ausrüstung. Ausrichtung kann ich jetzt hier sagen Mono. Das gibt uns einen Pluspunkt für Akustik. So. Genau. Ja, okay. Muss ich wohl auswählen. So, jetzt darf ich aber. Jetzt kostet das... Wie bescheuert. Jetzt kostet das einen Renderpunkt, ohne dass ich was davon hab. Naja. Also augenscheinlich, ohne dass ich was davon hab. Fortsetzen. Ist mir jetzt egal. Hab keinen Bock drauf, da irgendwas einzugeben. So, du nimmst das Instrument. Das machst du mit einer winkenden Begrüßung, mein Freund. Sehr gut. Du hast vergessen, das Instrument richtig zu stimmen. Ja, das kommentiere ich... Mit einem... Weiß ich gar nicht. Mit
ich bin völlig überfordert mit der Situation. Mit einem sarkastischen Kommentar. Es war sogar gut an der Stelle. Und jetzt kann ich keine neuen Dinger mehr einfügen, weil hier ist leer. So ist das Spiel quasi. Das ist also auch wirklich so der Kern des Spiels. Ne? Wenn man zu schlecht gelaunt da dran geht, dann kann man eben nur aus zwei Videos hier wählen. Weicher Fokus. Der ist eigentlich schon alles okay soweit. Render mal los. Und es ist wieder ein neuer Rekord mit 72er Interesse. Bla 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 bla. Hochladen. Es geht jetzt schließlich ums Geld verdienen. So, erstmal was essen. Ein neuer Musiksender ist da. Das ist schon mal schön. Hier wieder ein paar Experience abgreifen. Was ist denn jetzt passiert? Ich erinnere mich jetzt, als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich dazu, es umzugestalten. Klick auf den PC zum Einkaufen. Na komm, können wir auch mal machen. Eigentlich wäre ich jetzt eher essen gegangen. Ja, klick auf den PC zum Einkaufen. Er weigert sich. Er hat Hunger. Ja, das ist super. Das war's. Ach nee, er ist noch beschäftigt. Ah, die Nachricht nicht bekommen. So, bist du bald fertig? Was gibt's für geile Kommentare zu meinem Video? Die kann ich gerade nicht aufrufen, weil Tutorial-Modus. So, darf ich jetzt? Supi. Klicke auf den Dekorationsladen von IDEA. So, kann ich mir jetzt Deko kaufen. Ich habe noch nicht so ganz raus, was das bringt. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal das günstigste. Kein Plan. Yay! Aufgabe abgeschlossen. Lead covern. Yay! Und dann kriege ich jetzt gleich einen Papierkorb und der wird jetzt gleich hier random irgendwo hingestellt. Was der jetzt dann, wie gesagt, inwieweit er mich weiterbringt, habe ich noch nicht ganz verstanden. Bums. Das war's. Hat er aber Hauptsache hat mal Geld gekostet. Das zieht sich so ein bisschen durch das Spiel durch. Also entweder verstehe ich es nicht, das kann sein, weil ich verstehe nicht alles, wie könnte ich auch. Oder es gibt Sachen, für die man in dem Spiel Geld ausgibt, die dann irgendwie quasi so als Gimmicks dann da sind, aber die einem effektiv nicht so wirklich weiterbringen. Das fängt bei Möbelstücken scheinbar an, geht auch dann rüber zu Kleidung. Also man, es gibt so irgendwie so Special Social Events, können wir uns gleich nochmal bei dem anderen Spielstand angucken, zu denen man richtig gekleidet sein muss, sonst wird man von allen nur ausgelacht. Aber irgendwie habe ich mir noch nie Klamotten gekauft oder nie wirklich viele Klamotten gekauft. Also ich komme auch irgendwie so immer da durch. Ich gehe einfach nicht weg, so wie im realen Leben auch. Komm, noch ein paar Karten abgreifen. Gut, also, wie gesagt, ich kann nochmal zeigen, hier könnte man jetzt auch bewerben. Es würde $20 kosten, wenn ich sage, hier, sag das mal weiter, aber das lohnt nicht. Dann kriege ich vielleicht hier $10 raus und habe $20 bezahlt, das ist doof. Gut, wir machen hier erstmal Pause. Das ist quasi so als ein Stieg in das Spiel. Sagen jetzt erstmal beenden, in der Hoffnung, dass er automatisch speichert. Ja, tut er. Und dann setzen wir mal das andere fort. Laden in dem Fall, glaube ich. Das ist nämlich mein Perverso-Rama mit dem Vogelfritte-Mensch. Hier Technofritte, Vogelfritte. Und das ist ein Let's Player, da kenne ich mich auch so ein bisschen besser aus. Beziehungsweise da fallen mir auch eher die... Oh, ich habe gerade angefangen zu spielen, lass mich da erstmal gut. Da fallen nämlich auch so ein bisschen die Unterschiede auf, wo man sagt, so irgendwie... so richtig... so zum realen Leben passt das nicht. Zum Beispiel... eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, man macht Videos nach Videos nach Videos nach Videos und irgendwann generieren die keine Einkünfte mehr. Keine Ahnung. Ich meine, ich generiere auch mit meinen real existenten Videos keine Einkünfte. Okay, wir gehen auf eine Party, nur um es den Leuten zu zeigen. Willst du dich unterhalten? Ja. So. Jetzt ziehe ich mich quasi um. Mütze ab. Achso, das ist Punkt 1 für lässig. So, jetzt muss ich irgendwie... muss ich quasi... ich gehe ja in eine Disco. Jetzt muss ich mir Klamotten suchen, die für die Disco passen. Das heißt, keine Ahnung. Schwarz 3. Ich weiß es echt nicht, weiß. So. Warum stehe ich denn so scheiße? Egal. Was gibt's denn hier noch? Nee. Ich glaube, Hose ist okay so. Ein paar schönere Schuhe. Grün und lässig. Ich glaube, nämlich formale Kleidung werde ich da nicht brauchen. Brille ab. So. Wunderschön. Was zum Umhängen habe ich nicht und Nasenring habe ich auch nicht. Zum Event gehen. Dann bin ich lässig 3. Das sollte ja für die Disco ausreichen, oder? So, wer wollte jetzt mitgehen? Was macht sie denn da? Alkoholvergiftung oder was? Die war schon im Disco-Modus. So, jetzt sind wir in der Disco. Geil.
Jetzt können wir uns hier quasi mit Leuten unterhalten. Zum Beispiel mit Fatima. Können mit Fatima tanzen. Das lässt sie auch zu, das heißt, wir sind für die Location scheinbar richtig gekleidet. Und die machen den Gangnam-Style, das sehe ich doch auf, von vornherein. Und mit der Marina rede ich über YouTube. Diese Kleidung ist für die Veranstaltung unangemessen. Bumm. Das war's. Das heißt, ich kann jetzt mit Fatima, mit der ich scheinbar hier bin oder so, kann ich zwar tanzen, aber niemand will sich mit mir unterhalten, weil ich die falschen Klamotten anhab. Was ist das für eine Nazi-Community? Das ist so schlimm. So, ich werde jetzt so oft mit Fatima tanzen, bis Fatima mich für den gottgleichen Tänzer hält. Hier, ihr seht, Fatima findet mich total geil. Wir kommen uns auch immer näher, sehe ich gerade. Das ist schon Vollkontakt teilweise. Kann ich mit ihr flirten? Hier, shaky shake, wie sieht's aus, Baby? You and me and you. Ich glaube, sie lacht. Ja, nee, sie ist verschmitzt. Und dreht sich aber weg. Komm, einmal tanzen noch. Also man kann auch auf einer sozialen Ebene mit den Leuten interagieren. Reicht aber jetzt, weil, wie gesagt, hier will niemand mehr mit mir reden. Ich bin zu uncool gekleidet. Einen großen Mittelfinger auch an euch. Ich gehe jetzt. So. Genau. Manchmal funktioniert das übrigens nicht. Dann müsst ihr das Spiel hart beenden. Alter 4. Fatima, schön war's. Spaß gemacht. Weißt du was? Du gehst jetzt erstmal. Das ist nämlich einmal eine Mitarbeiterin. Du gehst jetzt erstmal und tust hier ein Spiel machen. Das war das Schlechteste, was ich hab. Battle Fail. Du machst davon eine Preview, weil es ja so neu ist. Juni 15, September 4. Genau, gib ihm. Du machst da eine Preview mit. Hier seht ihr jetzt auch so ein bisschen den Arbeitsplatz. Alles schon ein bisschen aufgerüstet. Full-HD-Kameras, Popschutz am Mikrofon, Stereo-Ausgabe. Mono-Ausgabe reicht für einzelne Personen. So, Battlefield Preview. Hard am Failen. Battle. Lol. Und jetzt ist sie beschäftigt und belegt mir quasi die Maschine. Das heißt, ich kann hier schlafen gehen und kann essen und überhaupt und sowieso. Ja, im Endeffekt wiederholt man mehr oder minder immer die gleichen Sachen. Also man kann dieses Ganze drumherum, den sozialen Shit und so. Willst du dich unterhalten? So, jetzt sage ich okay und krieg gesagt, da ist gerade jemand am Rechner. So funktioniert dieses Spiel. Das ist ein bisschen doof. Man kann diesen sozialen Shit und das Ganze irgendwie mit einfließen lassen, aber ich habe das Gefühl, man muss nicht. Also man kann auch wirklich schlafen, essen, PC, schlafen, essen, PC, schlafen, essen, PC, ohne sich irgendwas anderes zu kümmern. Das funktioniert tendenziell. Habe ich bis jetzt das Gefühl. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier Level 15 in der Bude 3 und bislang scheint es nicht so schlimm zu sein, dass ich das irgendwie so ein bisschen außen vor lasse. Kommen wir noch zu was weiterem Guten, das Essen. Das ist auch so ein bisschen undurchdacht. Also Möglichkeit 1 ist, ihr geht, ich kann nicht online gehen, weil sie da sitzt. Okay, hat sich erledigt. Komm, ist okay. Ja. Also man hat nur, ne, Tablets und sowas gab's da noch nicht. Entweder kann man Brot und Wasser unbegrenzt umsonst essen, was wenig Plus gibt. Das heißt, man muss es quasi mehrmals tun, damit sich das Ding wieder auffüllt. Oder man kauft sich Lebensmittel für teuer Geld. Und dann geht das halt schneller voll und man muss halt nur einmal klicken. Aber im Endeffekt ist auch das ne Geldverschwendung irgendwie. So. Nee, ich glaube, jetzt bin ich essensmäßig voll. Alles gut. Sie hat das Video fertig. Ich möchte mir das Ergebnis ansehen. Ergebnis 8. Wahnsinn. Und sie kriegt keinerlei Level dabei, aber sie darf hochladen. Natürlich. Ich liebe deine Videos, Vogelfritter, aber dein Zimmer sieht so leer aus. Ich habe ein paar Sammelobjekte, die dir gut zu dir passen würden. Ich würde sie dir für $50 verkaufen. Cool, mache ich mit, klar. Du hast völlig Fremden gerade 50 Tacken gegeben und dafür das erhalten. Sparschwein Guardiala. War es das wert? 50 Tacken weniger, 10 Experience Points, 10% mehr Abonnenten, the fuck. Und Sparschwein Guardiala. Willst du dich unterhalten? Klar, Fatima, ich unterhalte mich auch mit dir. Dein Mitarbeiter hat ein Video fertiggestellt. Jetzt musst du entscheiden, ob du es hochladen willst oder nicht. Das habe ich schon gemacht. Ich erinnere mich gerade, dass ich deswegen ausgeschaltet habe. Weil das letzte Mal auch schon... Jetzt hänge ich nämlich gleich in irgendeiner Schleife fest. Ich kann hier nicht mehr sagen, lad hoch. Ich kann höchstens nochmal sagen, mach noch eins. Mache ich auch. Das Walkthrough Video starten. Ja, passt. Mach einfach.
Na gut. Ne? Also so oder so ähnlich spielt hier das Ganze. Mir fällt auch jetzt im Moment gar nicht mehr so groß was dazu ein, was ich dazu noch sagen soll. Also man kann jetzt hier noch quasi Sachen dazu bekommen. Jetzt ist er wieder hier im Weg. Das ist nicht so schön. Ich kann hier mein Video bewerben. Mache ich jetzt einfach mal. Kann ich nicht gerade. Weil das, der Tutorial-Mode alles wegge... Ich war nämlich letztes Mal, war ich in irgendeinem... In dem Spielauswahl, Ding. War ich drinne. Und dann kam das hier und es war alles gefreezed. Ich konnte im Spielauswahl nichts mehr auswählen, weil das hier drüber lag. Ich konnte aber ihr auch nicht sagen, mach das Video fertig. Also hing es im Tutorial fest. Mal gucken, ob ich jetzt noch rauskomme. Das testen wir noch. Anfangs hatte ich gesagt, hier mit der Ansicht ist später, je größer die Wohnung wird, wird schwieriger. Und ja, das meinte ich quasi damit. Also ne, entweder hier PC oder da essen oder hier schlafen oder da nach oben gehen. Alles in allem noch nicht so schlimm, aber auch nicht so gut. So, Ergebnis, $23 hat das grottenschlechte Video eingespielt. Sehr gut. So, freue ich mich. So, jetzt ist ihr Video fertig. Jetzt werde ich nochmal probieren, zeige das Ergebnis des Videos, ob das jetzt weggeht. 9 diesmal nur. Oh Gott. Aber dafür levelt sie wenigstens mittlerweile mal ein bisschen. So, hochladen. Okay, es ging weg. Also, du entscheidest weiterhin, für welche Spiele deine Mitarbeiter Videos erstellen und welche Einstellungen sie nutzen. Bla, 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 bla. Behalte gute Laune. Halte sie bei Laune, sonst arbeiten sie nicht mehr mit dir zusammen. Ist mir egal. Ja, ich will mich unterhalten. Okay. Das war quasi YouTubers Live. Ihr habt in etwa mitbekommen, um was es dabei geht. Ich kann wieder nicht mit ihr chatten, weil das Video noch hochgeladen wird. Das hat also auch wieder super funktioniert. Willst du dich unterhalten mit Maiden? Ich warte noch, bis der Upload fertig ist und jetzt will ich mich unterhalten mit Maiden. So. Wenn ihr zwischendurch mal kein Geld mehr habt, könnt ihr auch irgendwie hier arbeiten gehen. Ein paar Jobs annehmen für zwischendurch. Interner Spieleentwickler, ich glaube. Ne? Dann können wir hier nochmal Bewerbung schalten für dieses grundlos schlechte Video. Mal 85 Tacken für bezahlt. Genug für heute, ich gehe nach Hause, ich komme bald zurück. Ja, ist gut. Ich meine, die arbeitet ja hier, was will sie sonst machen? Und, ja, viel mehr gibt's eigentlich. Später kriegt ihr noch hier soziale Netzwerke, die eigentlich fast nichts bringen, außer dass ihr da euren Scheiß teilen könnt. So, hier Benachrichtigungen, keine Ahnung. Terminkalender, wo ihr dann selbstständig zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen könnt. Sie ist übrigens wieder da. Sie ist quasi vor der Tür ins Koma gefallen, hat 3 Sekunden geschlafen und ist dann wieder hier reingekommen und hat sich gedacht, ich bin wieder fit. Das nennt man Power, Power, Power Napping. Das ist das neue Power Napping. Ich will mich unterhalten. Komm, Juan. Also, oder Juan ist ja eigentlich eine Frau. Ne? Also, Kinder. Ich gucke nochmal auf meinen Zettel, ob ich auch alle Punkte abgearbeitet habe. Ja, Kleidung für Veranstaltungen unangemessen hatte ich. Klimbim. Achso, es gibt kaum eine Möglichkeit, das Spiel zu verlieren. Also man muss sich schon, ich sag mal so, es ist sehr, gerade auch für, ich sag mal, für das jüngere Publikum geeignet, denn man muss sich schon extrem dumm anstellen, also man muss extrem beschissen spielen, um wirklich so zu verkacken, dass man verkackt. Zum Beispiel, muss man 2-mal in Folge die Miete für die Wohnung nicht bezahlen können. Dann, wäre es zum Beispiel so, dass das Spiel sagt, okay, jetzt hast du es verschissen, Freund. Geht hier nicht mehr weiter. So, was mir noch aufgefallen ist, und das geht einem irgendwann richtig hart auf den Sack, wenn man so spielt wie ich, also, ne? Wenn man sagt, quasi schlafen und essen und Videos aufnehmen, quasi was man halt macht, um richtig kommerziell erfolgreich zu werden, dann geht dieser PC einfach alle 2 Tage kaputt. Und man muss für $20 einen Techniker kommen lassen. Wie gesagt, wirklich, also das ist, also Ingame-Zeit, alle 2 Tage ist dieser PC kaputt. Jemand tötet mich unerwartet, das wird wohl sie gewesen sein. Das ist halt schon so ein bisschen stark nervig. So, entweder hat er einen Totalausfall, dann muss man für extrem viel Geld erneuern. Aber was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass irgendwas dran kaputt ist. Dann kann man sogar noch bedingt mitarbeiten, aber irgendwie auch nicht. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Also das wirkt auch ein bisschen komisch. Ich meine, wenn ich jetzt hier nicht überlege, was ich daheim für Rechner stehen habe, die ich zum Testen benutze, die sind 1 Milliarde Jahre alt, sinngemäß, und tun das, was sie sollen, sind halt nur entsprechend langsam. Und hier wird halt suggeriert, dass so ein PC alle 2 Tage mal durchbrennt, nur weil man da ein bisschen Videos rendert. Das sehe ich irgendwie anders. So, Punkte aufgebraucht. Ab zum PC. Kacke schneiden. Schneide kacken. Ja, ist halt so. Kleiner Kritikpunkt an der Stelle. Kann ja nicht nur hier das Ding über den Klee loben. Ups, das passt nicht.
Also jetzt hier seht ihr auch nochmal ein paar Elemente mehr. Die man jetzt irgendwie so... Hier ist jetzt überhaupt kein Verbindungspunkt. Das ist irgendwie nicht so schön. Jetzt hier, da, da, da. Ist hier kein Verbindungspunkt. Dann machen wir es halt so rum. Also das kann man auch beliebig hier tauschen. Das hat jetzt nicht irgendwie... Ist egal, quasi. Komm, packen wir noch ein paar Effekte hinten dran. Einfach so. Für den Spaß ändern. Das ist doch schon mal ein anderes Ergebnis hier. 1200 im Gegensatz zu 21 oder 12 oder was wir eben hatten. Auch hier die Levels sind ganz andere. Es wird natürlich hochgeladen. Allein schon dafür, dass die Leute sich freuen. Was man dem Spiel zugute halten muss, es hat wahrscheinlich eine relativ hohe Langzeitmotivation. Also wenn man sich auf das Spiel und auf das Thema und auf die Art und Weise, wie man es spielt, einlässt, dann möchte ich jetzt einfach mal behaupten, dauert es wahrscheinlich relativ lange, bis man es durch hat. Bedingt dadurch, dass man jetzt nicht gleich von vornherein eine Million oder mehr verdient. Und wenn man es durch hat, dann ist man natürlich auch, als Let's Player durch hat, sage ich jetzt mal, ist man natürlich auch daran interessiert, mehr oder minder, wie es ist, das Spiel durchzuspielen als Koch oder als Musiktyp. Also ich war ja zum Beispiel eben als Musikproduzent völlig von der Darbietung da begeistert. Also das war für mich relativ unerwartet. Jetzt konnte ich mir die Kommentare wieder nicht angucken. Sie danced wieder hier rum, weil sie sonst nichts zu tun hat. Einen Kurs belegen. Beleg mal einen Kurs, und zwar den teuersten, den es hast, den es gibt hier. Digitale Effekte für den Nachbarn. Verpiss dich. So, also man kann die Leute auch ausbilden, wenn man die dann später hat. Ja, ansonsten Leute einstellen habe ich. Wie gesagt, es gibt man kann sich mit dem, gerade wegen dem Tutorial, in unmögliche Zustände manövrieren. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Da muss man halt alte 4 drücken, weil man kommt anders nicht mehr raus. Und, ja, ansonsten, es ist ein solides Spiel. Es läuft unter Linux. Ich habe in den Specs steht irgendwie drin, es würde auf dem Einkerner laufen mit 2 GB RAM. Habe ich jetzt persönlich nicht getestet. Ich habe es aber auf meiner uralt Schwackelkiste daheim getestet. Da lief es super klasse gut. Ja, klar. Natürlich. Dein Nachbar hat sich das Mindbending-Yoga ausgeliehen, hat jedoch nicht die Absicht, dich wieder zurückzugeben. Was ein Huso! Wenigstens lobt man dich im Internet. Okay. Und ich bin müde. Ich gehe ins Bett. So, und wenn das nicht der richtige Zeitpunkt ist, um hier Schluss zu machen, dann weiß ich es auch nicht. Also das war YouTubers Live. Es ist okay. Ich weiß nicht, man muss halt... Es ist nicht ganz so günstig, sage ich mal. Wenn man es sich kauft. Ich habe es, wie gesagt, umsonst bekommen, um dieses Video und den ganzen Text überhaupt erstellen zu können. Ob es mir, ich glaube, derzeit Stand März 2017 25 Tacken wert ist... Weiß ich nicht. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist so süß und scheinbar macht's auch Spaß und irgendwie ist es gar nicht so schlecht und sagt, ja, für mich lohnt sich das, dann bitte gebt ihm. Wie gesagt, ihr seid wahrscheinlich, ich sag die ganze Zeit, wie gesagt, ihr seid wahrscheinlich lange damit unterhalten, aber wenn ihr jetzt sofort meint, so, ob mich das so wirklich bei Laune hält, mag ich zu zweifeln, dann wartet zumindest auf einen Sale oder so und dann holt es euch später. Also ein solides Spiel, was auch irgendwie, sie tanzt schon wieder. Das ist keine Großraumdisco, was auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Spaß macht, aber auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie ein bisschen wirr wirkt. Sehr nett, aber wirr. Gut. Das zu dem Thema. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr mir irgendwas zu YouTubers Live oder meiner Art und Weise oder irgendwie zu Holase sagen wollt, dann tut das bitte entweder am besten auf holase-linuxgaming.de oder hier unter diesem Video im Kommentarbereich. Wir lesen das und kriegen das auch mit, keine Sorge. Und ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ging wahrscheinlich ein bisschen länger heute, ist aber hoffentlich nicht so schlimm. Und dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten kurz angespielt von Holase. Ich bin Meldrian und das war's. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht das gut, haut da rein. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Kannst du nicht mit ihr tanzen? Naja. Da! Da! Ersetzen! Ich soll ihn ersetzen, weil er kaputt ist. Obwohl er gar nicht qualmt. Ersetzen. Ich hab Hunger. Mhm, mhm.